Die Frage werden Sie jetzt beantworten. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank, da bekommt man wirklich herbstrote Ohren. Naja, es freut mich ganz besonders. Erstens mal ein ganz großes Kompliment an die Veranstalter. Wir haben gerade zueinander gesagt, wir sind nicht weiter gekommen, als an der Oberfläche zu kratzen von diesem ganzen Thema heute, diesem Tag. Es ist eigentlich Wahnsinn, was da noch für ein Potenzial ist hinter diesen Fragen. Es freut mich aber ganz besonders, dass ich hier am 9. November zu Ihnen sprechen kann. Das ist gerade nämlich 103 Jahre her, wo unsere Legitimation als staatliche Institution entstand. Wie Sie wissen, 1918 mit der Revolution oder dem Ende der Monarchie, besser gesagt, am 9. November. Ich werde, so wie mein Vorredner, noch ein bisschen tiefer in die Denkmalpflege bzw. von den Gärten in die Schlösser hineingehen, wo eben die Frage nach Kopie und Rekonstruktion tatsächlich an der Tagesordnung sind. So zum Beispiel gestern. Das ist hochaktuell. Gestern Morgen trudelte eine E-Mail von Herrn Vogt herein, der gerade in Nancy gewesen war, wo eine Ausstellung zu dem Werk der Gebrüder Adam stattfindet. Und diese zwei Originalskulpturen von uns dort als Leihgaben sind, die stehen normalerweise bei uns im Depot, weil Skulptur aus konservatorischen Gründen im Freiraum, Marmor ist nicht für den Norden geschaffen, in regelmäßigen Abständen durch Kopien ersetzt werden muss draußen. Warum die große Aufregung? Die Leihnehmer, das Musée des Beaux-Arts in Nancy, hatte gefragt, ob es nicht möglich sei, für eine Führung mit Blinden und Sehgeschwächten eine Führung zu machen, wo die mit Handschuhen die originalen Figuren abtasten können, um sie so zu erfassen. Und es gab tatsächlich im Bereich der Restauratoren einen lauten Aufschrei, wie kann man sowas machen? Da kann man doch ein Modell machen oder einen Abguss und man kann das von der Kopie machen. Und man muss doch nicht das Original anfassen. Und es ist aber eben auf der anderen Seite genau in der Praxis und auch der Würde der betroffenen Menschen angemessen, dass sie eben auch das Original anfassen und den originalen Geruch und den originalen Klang eines Innenraums haben und deswegen kann man sich auch mit Handschuhen schützen. Aber Sie sehen also die Diskussion um, was eine Kopie darf, das ist minderwertig und was das Original darf, das geht gar nicht. Bei uns im Garten werden Skulpturen von morgens bis abends angefasst und Sie kennen sie auch aus den Kirchen, die polierten Zehen an Bronzefiguren und so weiter. Also es ist hochaktuell dies als Vorbemerkung. Als eine Art zweite Vorbemerkung, ich werde jetzt nicht über die Rekonstruktion oder das Kopieren von ganzen Schlössern sprechen. Ich spreche auch gar nicht zum Humboldt-Forum, das könnte man aber. Hier eine Ansicht, Charlottenburg, das der obere runde Saal und das Schloss, Fotos aus der Kaiserzeit. Hier von 1904 an einem ganz anderen Ort auf der Welt, nämlich bei der Weltausstellung in St. Louis, als Schloss Charlottenburg, ein Teil davon zumindest, kopiert wurde als Beitrag des Kaiserreiches bei dieser Weltausstellung. Sie wissen, dem Original ist dann nichts Schönes widerfahren, 1943 in Schutt und Asche gelegt und so haben wir heute eine Kopie der 1950er, 60er Jahre bis zur Gegenwart wird an dieser Kopie gearbeitet. Also das ganze Kopieren von ganzen Schlössern wäre ein Thema für sich. Man kann natürlich auch über Innenräume sprechen und kopieren, beziehungsweise hier wird es dann auch ein bisschen weiter. Es geht dann auch um die Frage Kopie oder einfach nur Inspirationsquelle. Sie sehen an diesen beiden Sälen im Vergleich, dass schon allein Friedrich der Große als Bauherr sich ein Thema vorgenommen hat und das in Variationen und ja, Kopien, eine sklavische Kopie ist es nicht, das ist eine freie Kopie sozusagen, gearbeitet hat, bis das schließlich dann auch beim Aufbau oder Wiederaufbau oder dem freien Aufbau der Staatsoper unter den Linden in den 50er Jahren durch Paulik auch aufgenommen wurde für den Apollosaal und man hat gleich noch den Fußboden aus Schloss Sanssouci aus dem Mittelsaal dann doch aber sklavisch kopiert. Also auch ganze Innenräume wären ein Thema. Ich will Ihnen aber an einem anderen Beispiel nochmal zeigen, dass das Thema Kopie nicht etwa eines ist,
was ganz aktuell ist. Alle, die mit historischen Gemäldegalerien zu tun haben, wissen, dass das Kopieren bzw. die Werkstattwiederholung von Gemälden absolut üblich war und dass wir doch sehr auch die Opfer der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts sind, an das eine Original und an die absolute Hand des Meisters nur noch zu glauben. Und das gilt natürlich auch für andere Dinge, ganz besonders eben für Einrichtungsgegenstände. Die Stühle, die für den Grottensaal bzw. für die Bankette im neuen Palais zur Verfügung standen aus der Zeit von Friedrich dem Großen, waren so reduziert im Bestand oder reichten sowieso nicht aus in der Kaiserzeit, dass sie schlichtweg einfach kopiert wurden und dann schließlich in den 1970er Jahren für andere Gebäude in Sanssouci noch einmal kopiert wurden. Und da könnte man jetzt auch noch auf was eingehen, was wir heute Morgen bei der Einführung, ein Aspekt, den ich vielleicht ein bisschen vermisst habe, nämlich die Kopie, ist das eine, das Kopieren. Und schon hat man noch eine Dimension mehr, denn auch das Kopieren hat nochmal einen Aspekt, nämlich den des Lernprozesses. Also der Schüler, der den Meister kopiert, bis er dem Meister gleichkommt und danach ihn vielleicht sogar überflügeln kann, ist etwas, was natürlich auch in der ganzen Kunstproduktion in Europa zumindest bis vor kurzem noch gang und gäbe war. In Asien ist es nach wie vor das A und O eines Lehrgangs. Kopieren heißt lernen und gar nicht mal so abschätzig gemeint. Aber eben auch das haben wir hier. Und Sie sehen auch, die Vervielfältigung ist anhand von diesen Kaminen in Schloss Charlottenburg durchaus üblich. Drei Kamine mit den genau gleichen, es ist Marmor, mit den genau gleichen Bronzebeschlägen. Sie sehen hier vier Räume der Barock-Enfilade nacheinander. Der Raum spielt jetzt keine Rolle, welcher das ist. Also ganz rechts Porzellankabinett hier, die Audienzkammer. Aber drei davon identisch, der vierte weicht ab, weil da offenbar der Form nach im 18. Jahrhundert mal ein Austausch stattgefunden hat. Und bei dem Wiederaufbau in den 50er, 60er Jahren hat man ihn halt daneben gleich viermal kopiert, damit er zusammenpasst. Das bringt uns jetzt natürlich zu der Frage Schlösser. Sind Schlösser nicht ein bisschen etwas anderes? Wir haben es heute ja vor allem mit bildender Kunst, mit zentralen Museen, wichtigster bildender Kunst, wozu ich auch die Musik irgendwie zähle, zu tun gehabt. Sind Schlösser vielleicht deswegen etwas anders, weil gegebenenfalls die Erwartungshaltung des Besuchers eine andere ist? Weil er vielleicht nicht nur das Einzelwerk sucht, sondern das ganze Ensemble wahrnimmt und dadurch das Erlebnis im Vordergrund steht, also das Fenster in die Geschichte hinein. Und diese Garantie, dass der heutige Mensch ausgeschalten ist, das hat mich zwar, wenn ich in Halle in die Galerie gehe, bei jedem einzelnen Werk, aber ich weiß dann doch die Hängung, die ist gerade gemacht worden oder die Ausstellung, aber beim Schloss ist doch sicher, der Zustand genauso, wie wenn jetzt Friedrich der Große einfach mal im Urlaub ist und nicht zu Hause. Und genauso wird es ja präsentiert. Also das ist schon etwas, wo ein Schloss anders wahrgenommen wird. Und deswegen auch die Frage der Qualität, die in einem Schloss zu finden ist. Und Originalkopie und die Qualitäten sind ja eh nicht so hoch. Da möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte vor einigen Jahren eine Führung mit einem sehr bekannten Schweizer Kunsthistoriker in Charlottenburg. Wir gingen durch die Räume, kamen ins Konzertzimmer. Er sah das Ladenschild von Watteau, ging drauf zu, trat wieder zurück, ging wieder drauf, guckte mich an und sagte, das ist ja eine tolle Kopie. Wo hängt denn eigentlich das Original? Also unvorstellbar, dass ein solches Werk in einem Schloss hängen will, wo es ja schließlich um das Ganze drumherum geht und nicht um das Einzelwerk. Das als kleine Anmerkung. Als ich mir mal überlegte, wieso kommen eigentlich Besucher überhaupt in Schlösser und schauen sich Schlösser an, ich war heute ganz fasziniert von diesem
von dieser Aufstellung des Smithsonian, also diese vier Varianten, kommt man schon dazu. Ein Grund ist sicher, ich habe es im Reiseführer gelesen. Das ist ein wichtiger Ort, wenn ich nach Berlin komme, muss ich Charlottenburg gesehen haben. So, es ist ein a place to see. Da denke ich gar nicht nach. Das war das größte Bild im Reiseführer. Das wissen wir auch von Besucherbefragungen, dass das ein ganz wesentlicher Informationspool ist. Das Zweite natürlich ist, es ist nicht unbedingt so, wie ich zu Hause wohne. Es ist eine ästhetische Gegenschule. Es schult aber auch. Man hat Inspirationen. Ach ja, ein Spiegel zwischen zwei Fenster, das könnte ja mal was sein. Und so. Also es ist also eine ästhetische Gegenwelt, ein Lernprozess. Dann ist es natürlich die Welt der Prinzen und Prinzessinnen und des Adels und der Bälle und so weiter, in die man gerne eintaucht als eine Traumfabrik. Und letztlich ist es sowas wie Geschichtsrhetorik. Hier hat es stattgefunden. Hier haben sie gesessen. Hier hat Wilhelm II. Die Kriegserklärung für den Ersten Weltkrieg unterzeichnet. Hier hat die Potsdamer Konferenz stattgefunden. Es ist also so ein Erlebnis, Loki, ganz, ganz wesentlich. Das ist alles im Kopf zu behalten, wenn es jetzt eben auch um die Frage geht, was suchen eigentlich Kopien im Schloss. Wir haben in den Schlössern heute natürlich ganz unterschiedliche Zustände in Bezug auf Erhaltungszustände, eben komplett erhalten, keine einzige Kopie drin, jedes Stück Original aus den 1790er Jahren gegenüber Schloss Colditz, wo nun wirklich die Zeitschichten alle da sind, aber es ist sonst eigentlich fast nichts mehr da. Beide Orte sind aber frei von Kopien. Beide Orte sind komplett authentisch. Und das Problem der Kopie beginnt erst, wenn ich versuche, einen Ort zu verändern. Hier natürlich, wenn ich versuche, in Schloss Colditz aus diesem Raum wieder einen Interieurraum, einen Festraum der Renaissance zu machen. In dem Moment komme ich in die Bedrulle, weil ich es mit Lücken zu tun habe. Und das ist ja das Problem in den Schlössern, die Lücke und die Möglichkeit der Kopie. Sie merken schon über diese Räume, über die Vermittlung von Räumen, die Vermittlung und das Beschreiben von Räumen, das ist wie das Präsentieren von Bildern. Und da fallen halt Lücken oder Fehlstellen auf. Ich will Ihnen zwei kleine Beispiele geben. Ein Raum, wiederum neues Palais, das Konzertzimmer links im kaiserlichen Zustand als das kaiserliche Speisezimmer, wie es publiziert und überliefert war. Rechts dann in der, Anführungszeichen, bereinigten Form, in der refriderizianisierten Form, alles mit dem Originalinventar aus dem 18. Jahrhundert, das durchaus noch vorhanden war und vielleicht neu gepolstert werden musste, aber zusammengeführt werden konnte. Dann der Zweite Weltkrieg dazwischen, die Abtransporte von Kunstwerken durch die Rote Armee. Plünderungen hat es hier in dem Fall nicht gegeben. Und auf einmal war nicht nur das Klavier weg, sondern auch fast die gesamten Sitzmöglichkeiten. Zwei Sessel sind geblieben. Auf das komme ich gleich noch. Sie sehen, hier fehlt ein Sessel und Sie sehen auch diese wahnsinnige Fehlstelle hier, weil die Wandvertäfelung darauf angelegt ist, dass davor eben genau ein solcher Sessel steht. Und diese kleinen Sofas, die sind auch weg und hier durch Konsoltische ersetzt. Also wenn wir uns diese Stelle anschauen, dann schreit das ja schon irgendwie nach einem Füllen. Und wenn man nur noch zwei Stühle hat, aber mehrere solche Stellen, geht es eigentlich fast nur noch mit Kopie. Wäre möglich, denn es sind ja zwei Originale da. Ist aber interessanterweise nicht gemacht worden, sondern bei den Sofas sieht man das sehr deutlich. Da hat man mal probiert, das ist das historische Sofa, das sieht nun natürlich in den Details ein bisschen anders aus als ein Stuhl. An eine solche Rekonstruktion hat man sich dann doch nicht gewagt. Was hat man gemacht? Man hat Friziane Stühle zerschnitten und aus alten Stühlen, jetzt nicht solchen aus dem Raum, sondern im anderen Raum, aus solchen Stühlen ein Sofa gebaut,
irgendwie so. Und diese, es sind drei Stück insgesamt, und diese Erfindungen, das ist eine reine Spanplatte hier hinten mit Stoff bezogen, so, diese Erfindungen haben wir noch, und vielleicht war das auch der Grund, wieso man gesagt hat, dann lassen wir es mit der Kopie von diesem Sessel, der steht jetzt auch hier und nicht in der Ecke, weil es sonst ganz aus dem Gleichgewicht kommt, hier ist gar nichts mehr. Sie sehen, es ist alles ein Punkt, aber ich komme noch auf die Lücke zu sprechen. Ein anderes Beispiel ist hier gewählt worden, nämlich die Lücke. Was kann man machen, wenn man einen Raum in der Hängung Friedrichs des Großen, das war 2012 in dem Fall, erklären will und auch ikonografisch erklären will, wie ein Programm funktioniert, aber von den Werken, da Kriegsverlust eben nur noch Schwarz-Weiß-Fotos hat. Man könnte sie kopieren im Sinn von malen lassen oder wir wissen halt, wir haben auch nur Schwarz-Weiß Fotos, ganz abgesehen davon. Wir haben uns dazu entschieden, und dadurch entsteht plötzlich, ich habe es ja davon, wie man Räume erzählt, eine ganz neue Erzählung, weil per Zufall bei den Hängungsarbeiten hier auch ein riesiger Karton runterfiel, der in der Wandfarbe gestrichen war, was die älteren Kollegen noch wussten, wir Jüngeren aber nicht. Und wir standen wirklich wie angewurzelt da, als dieses wenig charmante Schreibwerk hier, das den deutschen Besatzern den Tod wünscht, höflich ausgedrückt, zum Vorschein kam. Und auf einmal gibt es eine Interaktion zwischen dem, was noch da ist, zwischen dem, was eben nicht mehr da ist, und der Inschrift. Und auch wenn es jetzt wirklich fast eine Fotokopie ist, geht sie in den Dialog des Raumes mit hinein. Und gut, also, was haben wir für Möglichkeiten, wenn wir Lücken haben? Wir können tatsächlich vervielfältigen, kopieren im Sinn von vervielfältigen. Kleine Galerie in Sanssouci, von den vier Sofas war noch ein einziges da. Sie ahnen es, es ist dieses hier. Und drei weitere wurden danach kopiert, das Modell war ja da. Und damit ist diese Galerie als Raumensemble wieder erfassbar. Die Führungen gehen jetzt nicht im Speziellen darauf ein. Wenn jemand fragt, dann weiß man, wieso da ein leichter Farbunterschied ist. Dann weiß das Führungspersonal und sagt das. Aber es harmoniert wieder. Also das ist eine Möglichkeit, wie man eben mit der Lücke umgehen kann. Man kann auch ein Ersatzstück hinstellen. Hier eben besagtes Konzertzimmer in Charlottenburg, das originale Mobiliar nicht bekannt, auch nicht überliefert. Und wir haben vor einem Jahr uns entschieden, diejenigen Möbelensembles, die wir noch haben, aus dem Stadtschloss Potsdam, weil stilistisch in der gleichen Zeit, der gleichen Ebene entstanden wie Charlottenburg, die Ausstattung, diese Möbel, die verstreut waren überall, hier in Charlottenburg zu konzentrieren. Das heißt, wir haben hier in etwa wieder eine Möblierung, wie sie in den Inventaren des 18. Jahrhunderts da war, aber es sind nicht die Stücke aus diesem Raum, im Gegensatz zu den Gemälden, nicht die Stücke aus diesem Raum, sondern halt eben einfach Ersatzstücke. Auch das eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit, bei den Gemälden habe ich schon gezeigt, der Makette hier für die Friedrich-Ausstellung gemacht, und wie das ja Provisorien so an sich haben, sie bleiben dann doch ein bisschen stehen, es ist jetzt auch fast 10 Jahre, diese Sofas hier in den Nischen, die doch sehr wichtig auch für die Erzählung des Konzertzimmers, für das Raum sind, als reine Fotomaketten hingestellt. Eine Kopie kann man dem eigentlich nicht sagen. Oder man thematisiert sogar eben die Leerstelle, die Lücke, ohne zur Kopie zu greifen. Sind hier im Vorzustand auch mit einem Ersatzstück gearbeitet, also mit einem Ameublement aus einem anderen Zusammenhang. Und heute ist der Raum leer. Und das fällt natürlich jedem Besucher und jeder Besucherin sofort auf. Und schon hat man ein Thema, das eben auch zu vermitteln. Und letztlich gibt es noch die andere Möglichkeit, die wir heute jetzt auch am Beispiel von Halle gesehen haben, nämlich die virtuelle Rekonstruktion. Die Porzellankammer Oranienburg erhalten nur die Decke und ein Kupferstich des 18. Jahrhunderts sowie einige Fotos der Vorkriegszeit, wo diese Säulenstellung und das Gebälk aus Holz noch drin standen, aber sonst nichts mehr da, hingegen die kostbare Innenausstattung noch vorhanden. Und wir haben als virtuelle Rekonstruktion mit einem Dresdner Büro uns daran gewagt, weil
weil wir uns auch erhofften, dass man dann durch dieses Nachbauen im Computer auch gleich Baupläne bekäme. Denn die Frage vom Foto sind ja immer Tiefenverhältnisse, Proportionen. Derjenige, der es aber im Computer rekonstruiert, muss diese Fragen beantworten können, damit es stimmt. Es hat uns wahnsinnigen wissenschaftlichen Wissensgewinn gebracht, hochspannend. Also, dass wir zum Beispiel wissen, dass die berühmten Dragonervasen hier oben standen. Das kann man alles durch logische Schlüsse rekonstruieren. Also, es ist eine faszinierende Sache, ohne jetzt, ich habe vorhin den Phantomschmerz ja angesprochen, das weckt ihn natürlich so ein bisschen, aber trotzdem ist es schon sehr viel Befriedigung für den Besucher, eine solche Kopie, eine virtuelle zu sehen, wenn man dann auch noch verschiedene Tageszeiten sogar darstellen kann, wie sie hier an der gleichen Blickrichtung zu verschiedenen Tageszeiten. Es ist eine Spielerei des Informatikers, der das gemacht hat, zeigen kann. Also, das sind so die Möglichkeiten, und in die hinein kommt jetzt eben die Frage der Kopie. Und wenn man über Kopie spricht, wir sind heute schon auf den Begriff gekommen, gehen aber auch oft so ein bisschen drumherum wie um den heißen Brei, nämlich diese Frage der Authentizität und welche Rolle spielt denn eigentlich die Kopie in Bezug auf das Authentische, oder die Aura wurde genannt. Da möchte ich Ihnen zuerst ein Beispiel geben aus London. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das Dennis Seavers House. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Dennis Seavers war ein Engländer, der dieses Haus in Spitalfields, ein Haus des 18. Jahrhunderts, gekauft hatte und ganz spleenig nur Dinge kaufte aus dieser Erbauungszeit des Hauses, aber alles völlig selbst zusammen. Also von der Wandvertäfelung über die Möbel bis zu allem einfach gesammelt hat. Und als er starb, wurde dieses Haus in ein Museum verwandelt, aber in ein ganz besonderes Museum. Sie können da nur eine Art Rundgang nach einem ganz festen Plan machen, weil eine Geschichte erzählt wird. Wenn Sie ins Schlafzimmer kommen, geht auf der anderen Seite die Tür zu, als würde gerade jemand rausgehen. Man hört aber vom Nebenzimmer ein Gespräch, und das Gespräch ist die hugenottische Familie, die im 18. Jahrhundert in diesem Haus wohnte. Alles komplett fiktiv. Das Bett strahlt Wärme ab, dafür sorgt das Museumspersonal. Das Obst auf dem Tisch ist gerade angegessen, auch das Kaminfeuer brennt. Das heißt, Sie kommen von einem Filmset oder von einem hochauthentischen, aber eben komplett kopiert oder komplett fiktiven Interieur in ein anderes. Das ist wahnsinnig spannend und ich fürchte viel zu wenig bekannt. Das ist natürlich ein Extrem. So weit gehen wir nicht, aber kommen wir zu dem Problem der Authentizität, und das möchte ich anhand von Stoff- und Wampenspannung hier noch kurz und eben der Kopiemöglichkeiten ansprechen. Das Problem von Wandbespannungen in Schlössern von Seide ist schlichtweg, dass die Seide als organisches Material allein mit Licht schon reagiert und auch mit Staub. Und eine Seide hat einfach eine Lebenszeit, die sehr begrenzt ist. Es bilden sich Risse, es bilden sich Abnutzungen und so weiter. Und das Erscheinungsbild wird sehr getrübt. Das haben aber alle Textilien, nicht nur die Seiden. Das haben zum Beispiel auch Baumwollen oder Baumwolle als Material. Hier ein extremes Beispiel von der Pfaueninsel. Eine Baumwolle, die auf bedruckt ist, als sogenannte Indienne, aufgrund der Verwendung von Eisentinte im Druck schon mal die Grundanlage hat zu einer Verfärbung im Laufe der Zeit. Und das zweite Problem, Schloss Pfaueninsel wurde in den 1920er Jahren mit gutem Willen, aber falschen Mitteln, mit Beton, nämlich ummantelt, um einen Isolationsschutz zu geben, was zu kondensieren. Wasser zu Kondenswirkungen führte, und dadurch sind die zwei Stoffe in zwei Räumen komplett kaputt gegangen. Sind aber die originalen Stoffe am originalen Ort. Jetzt könnte man diesen Stoff problemlos kopieren. Man kann Pigmentanalysen machen, haben wir auch gerade in Branitz gehört und so. Ich mache jetzt mal das virtuell, nicht mit dem Stoffmuster, gebe ich jetzt zu, da war ich zu faul dazu, aber einfach eine andere Indienne in ungefähr dieser Farbe. Und Sie sehen, ich gehe nochmal zurück, Sie sehen, was das dem Raum tut, was für eine unglaublich andere Wirkung hier die Kopie plötzlich bekommt. Jetzt, wenn wir uns das nochmal halbe anschauen, hat das einen wesentlichen Einfluss auf die Vermittlung des Raumes.
Wenn ich nämlich in dem Raum stehe mit einem rekonstruierten Stoff, dann spreche ich automatisch über die Mode der Indien, über das Material, warum Baumwolle und diese Angemessenheit. Ich spreche über die Farbigkeit, vielleicht auch die Vorliebe von Königin Luise und so weiter, die hier wohnte, dazu. Stehe ich im anderen Raum wie heute, spreche ich das auch an, aber das Schwergewicht liegt auf der Technik. Es ist eben Eisengallustinte und deswegen, und ich spreche über Denkmalpflege, es wurde halt eben eingehaust und so weiter, weil das Augenfälligste ist. Und über Konservierungsversuche und so weiter. Und regelmäßig in diesem Raum gibt es Diskussionen mit den Besucherinnen und Besuchern über die Möglichkeiten, das zu ändern oder nicht und so weiter. Und Sie sehen, eine Kopie eingebracht verändert den Schwerpunkt der Vermittlung oder kann ihn verändern. Und das ist mir für heute jetzt mal als Kern ein ganz wichtiger Punkt. Und das an einem anderen Beispiel noch deutlicher gemacht, das Tressenzimmer im Neuen Palais. Wir haben die Situation, dass an der Wand die originale Erstseite von 1768 ist. In Berlin gewoben, signiert, erforscht. Ein wahnsinniger Schatz. Wir haben nur noch zwei Räume im Neuen Palais, wo dies der Fall ist. Aber die Seide extrem zerschlissen, gelitten, auch schon in der Kaiserzeit zum Teil geflickt und diese Borden hier mit Goldbronze bemalt, weil die schwarz waren und so weiter. In einem unglaublich spannenden und aufwendigen Konservierung-Restaurierungsprogramm ist diese Seide abgenommen worden. Das ist schon ein Risiko an sich, weil das einfach zerfällt und mit einer Spezialtechnik monatelang dubliert, also gesichert worden, um sie wieder an die Wand zu tun. Also ein Kampf um das Original, der Zeit, Intellekt und Geld beansprucht hat. Gleichzeitig wurde aber auf der Kenntnis jetzt dieser abgenommenen Seide der Stoff so nachgewoben, auch für ein sehr großes Geld in mal hier noch im Detail in Frankreich, wie er ursprünglich war, also mit der rekonstruierten Pigmentierung, mit dem richtigen Muster, mit der richtigen Fadenstärke, also eine absolut fadengetreue Kopie. Und das wurde dann verwendet, einerseits für die Sitzmöbel, weil da eben kein Stoff mehr drauf war, andererseits auch für die Gardinen und bei den Vorhängen wurden dann auch die goldenen Tressen, die hier eben eigentlich schwarz geworden waren und in der Kaiserzeit Goldbronze bemalt wurden, richtig in der Technik, wie man sie im 18. Jahrhundert gemacht hat, nachgewoben, ein Meter, ein vierstelliger Betrag. Also richtig aufwendige Sache. Und was passiert jetzt mit diesem Raum? Wir haben also alt, neu, ein geputztes, gold, vergoldetes Gestell. Wir haben aber eine retuschierte Paneele. Und es passiert auf einmal etwas, wo man sehr aufpassen muss bei Kopien innerhalb von Interieurs, dass nämlich das, was das Kostbare ist und das, was uns am Herzen liegt, sieht schäbig, alt und schmutzig aus. Und geht komplett unter diesem Glimmerglanz des Neuen. Natürlich sagt mir jede Restauratorin, ja, aber das wird ja auch mal patiniert werden, das wird es, aber vielleicht habe ich einfach zu wenig Geduld, schätzungsweise. Und wenn man das dann sieht, ist es hier jetzt noch Gemälde, nicht nur, weil das Foto nicht ganz scharf ist, sondern auch, weil dieser Raum wegen der Originaltapete natürlich eine Außenverdunkelung hat und also immer nur in künstlichem Licht gezeigt wird, was es so ein bisschen mildert. Aber wir haben tatsächlich ein Problem der Kopie, weil man ins natürliche Altern eingegriffen hat. Und da wissen wir ja, was das heißen kann, wenn man ins natürliche Altern eingreift. Es ist nicht immer nur zum Vorteil. Das haben wir auch in Charlottenburg gemacht, jetzt einfach nur so als Parallelinformation in einem Raum, wo wir endlich nach langen Jahren Informationen zum originalen Aussehen des Stoffes hatten. Und hier sind die Möbel und der Wandschirm, die sind noch mit dem Stoff des späten 18. Jahrhunderts bezogen. Hier ist aber das Gleichgewicht, es ist ein anderes. Wenn Sie hier hineinkommen, schaut man sofort auf dieses leuchtende Rot. Und in Charlottenburg duckt es sich so ein bisschen weg. Es geht also auch anders. Mit anderen Worten,
Es kommt dann die Frage, ja, wenn man schon kopiert, wie jetzt hier eben ein Stoff kopiert, kann man den nicht so kopieren, dass er nicht gleich so sich in den Vordergrund drängt? Und jetzt schauen Sie mal auf die rechte Lehne. Ich habe es nämlich mal digital probiert, das zu patinieren. Die Frage ist natürlich dann die Patinierung. Dazu hatten wir auch kürzlich eine Tagung mit den Kollegen der europäischen Schlösserverwaltungen. Und das ist ein ganz heißes Thema. Sie haben ja wunderbar über Patina und Patinierung bei Bronze gesprochen. Und es geht halt nicht mit jedem Material, weil wenn Sie eine solche Seide patinieren, habe ich dann auch einsehen müssen, dann altert die vom patinierten Zustand aus. Und das ist auch völlig unberechenbar. Und bei diesen Preisen macht man es dann nicht. Aber eben, Sie sehen, Kopie ist spannend, auch deswegen, weil natürlich der Besucher da hineinkommt und fragt, warum hat denn der Stuhl einen anderen Stoff? Und schon sind Sie im Dialog und man spricht über Kopie und Zerfall von Stoffen und so weiter. Eine letzte kleine Möglichkeit ist die der Retusche, indem man nicht voll kopiert oder rekonstruiert, sondern wenn etwas beschädigt ist, halt eben tüpfelt und retuschiert. Das haben wir hier in Schönhausen probiert, wovon eine sehr wichtige chinesischen Papiertapete nur noch solche Fragmente da waren und vor allem die Zwischenstücke, die Ornamentale, die sind verloren. Und wo zuerst eigentlich der Wunsch bestand von vielen Seiten, dass auch wirklich farbgetreu die Zwischenteile zu rekonstruieren, beziehungsweise die andere Partei der Meinung war, man könnte das doch einfach weiß lassen und einfach diese Flecken da aufkleben. Und wir uns dann, es sieht im Original besser aus als auf dem Bild, dazu entschieden haben, die Musterung einfach als grauen Schatten hier zu malen und so diese Stücke wieder einzubinden, also eine Retusche. Ja, damit, es ist nun so, im Grunde genommen, haben Sie zwischen den Zeilen meiner Ausführungen entnommen, glaube ich gar nicht mehr an eine historische Authentizität, sondern ich glaube nur an eine Gegenwartsauthentizität, an Zeitschichten, das zeigen. Wir sind längst keine Königsschlösser mehr, wir sind Kunsthistoriker-Schlösser und so geprägt. Und jede Generation seit 1918 benutzt die Schlösser als Folie für ihre Geschichte, ihre Geschichten, ihr Geschichtsbild. Das ist auch nicht negativ. Welche Rolle spielt jetzt da die Kopie? Ich denke, eine zentrale, denn die Kopie oder Rekonstruktion ist, kann man verstehen, als ein Instrument zur Steuerung des Wahrnehmungsvordergrundes. Also was will ich tatsächlich, worauf will ich die Aufmerksamkeit automatisch lenken? Ich kann also die Kopie sozusagen integrieren, dann wirkt das Ganze. Dann habe ich die historische Erzählung oder ich kann die Kopie wie bei dem faden- und farbgetreuen Stoff herausfallen lassen und schon habe ich die Aufmerksamkeit darauf. Alles ist spannend, alles finden auch unsere Besucher spannend, das weiß man aus den Besucherbüchern. Es gilt nur eben zu entscheiden. Das heißt, die Qualität oder die Machart der Kopie im Gegensatz zu Nicht-Kopie lenkt die Aufmerksamkeit und durch eben den Grad des Kontrastes kann man Vermittlung anregen, kann man Diskurse anregen. Und das finde ich was ganz Wichtiges. Es geht vielleicht so in meine sehr freche Bemerkung Ihnen gegenüber, dass ich wusste ja nicht den Preis, den haben Sie mir in der Kaffeepause genannt inzwischen, dass man eigentlich in den Museen bei uns viel zu wenig von der dritten Gattung der Porträtkunst des 18. Jahrhunderts sieht, um das im Kontrast auch wirklich was lernen zu können. Und wenn ich Ihnen zum Abschluss hier eben den Festsaal von Schloss Rheinsberg zeige, dann kommt man in Schwelgen und denkt, ja, genau wie zu Zeiten, als Friedrich als Kronprinz war, nicht wissend, dass diese Leuchter nach Fragmenten, die noch vorhanden waren, rekonstruiert sind, also kopiert sind im weitesten Sinn, dass dieser Kamin eine Kopie ist von dem, der im Rücken des Fotografen steht, dass bis vor kurzem hier auch noch
ein feingliedriges DDR-Schindelparkett, so ein kleines, den Boden bedeckte und der Boden hier wieder hervorgeholt und teilweise eben auch kopiert und rekonstruiert und poliert wurde. Also das ist eben jetzt ein anderes Beispiel, wo die Aufmerksamkeit, die Lenkung in eine ganz andere Richtung ging. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.